Sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, schön, dass ihr heute bei dieser Preview vom Turan 3 Prototyp dabei seid. Dabei handelt es sich eigentlich um einen ungarischen Panzer. Hier im Spiel wird es aber als Deutscher verkauft, beziehungsweise kommt er als Deutscher rein. Und ihr seht im Hintergrund auch schön hier schon mal den neuen Hangar. Sehr detailreich, sehr schöne Sachen dabei. Also besonders hier mit dem Munitionslager. Fein gemacht. Aber kommen wir zum Panzer zurück. Der Panzer selber hat einen Kommandant, einen Richtschützen, einen Fahrer, einen Funker und einen Ladeschützen. Also so gesehen eine komplette Crew. Damit kann man den als Crewtrainer dementsprechend nutzen. Dann spiele ich ihn heute für euch mit dem Lüfter, dem Ansetzer und dem Richtantrieb. Wir haben 32 Granaten am Start und das ist das einzige Problem, was der Panzer hat, dass er ein bisschen wenig Munition dabei hat, weil wir haben eine sehr schnell schießende Kanone. Das sehen wir uns aber jetzt auch noch an. Wir haben 570 HP, wir haben 260 PS, wir haben 40 km/h Höchstgeschwindigkeit, Wendegeschwindigkeit 34. Die Panzerung selber, Wandpanzerung vorne 50, Seite 25, 25. Am Helm ist er da ein bisschen stärker. 75, 35 und 55 hinten. Den Standardschaden schauen wir uns bei der Waffe selber an. Feuergeschwindigkeit 15 Schuss in der Minute und mit Waffenbrüder und allem drum und dran, so wie wir jetzt spielen, haben wir 3,3 Sekunden Nachladezeit, also sehr schnell schießend. Turmdrehgeschwindigkeit 28 Grad, 330 Sichtweite und 620 Meter Funkweite. Und ja, zur besagten Kanone hier nochmal das Ganze etwas detaillierter. 110 Schaden macht der Ganze mit Normal bzw. Premium und 175 mit HE. Mittlere Durchschlagskraft mit Normal 113 und Premium 160. Ja, das ist an sich ein schöner Wert. Also ich bin sehr gespannt, euch den jetzt zeigen zu können, weil es gibt tolle Runden und nicht so tolle. Aber ich tue mein Bestes. Wir schauen und springen rein. Los geht's! Da sind wir jetzt also auch schon mit dem Turan hier im Spiel und sehen, wir sind auf der Karte Malinowka, sind 5er, 4er, 3er, alles am Start, was so Rang und Namen hat. Und ganz wichtig zu sagen, das hier ist kein Guide, sondern das ist einfach eine Preview, wo ihr den Panzer ein bisschen erleben und kennenlernen sollt, weil es gibt immer mal wieder die Leute, die verwechseln das Ganze und deswegen sage ich es auch bewusst nochmal dazu. Außerdem werde ich mich bewusst ein bisschen passiver spielen. Eigentlich Leute, die mich kennen, beziehungsweise die mir auch im Stream ab und an zusehen, die wissen, dass ich normalerweise eher der bin, der gern die erste Reihe spielt und bespaßt. Aber bei einem Panzer neu ist, dann wird der in der Regel gerne fokussiert. Und ja, bevor das passiert, bin ich dann lieber ein bisschen zurückhaltender. Nick, ein kleines Bison. Ja. So, wir sehen natürlich, die Optik ist ganz klar. Die Höchstgeschwindigkeit, die 40 km/h, die reicht da ziemlich genau auf den Punkt. Er ist jetzt nicht der mobilste mittlere Panzer, aber er fühlt sich dabei schon ganz rund an. Das muss man sagen, wie es ist. Und natürlich der große Vorteil und das große Highlight ist und bleibt einfach die Kanone. Dieses sehr schnell schießende Gerät, das macht es auf jeden Fall sehr angenehm. So, wir haben schon zwei Leute verloren. Okay. So, Artis schießen schon fleißig, das ist schon vorteilhaft. Und ich warte jetzt erstmal hier ab. Guck mal, was da vorne so kommt, ob da was aufgeht, ob wir hier weiterfahren können. Wie gesagt, ich bin erstmal ein bisschen passiv. Der T1 Heavy, der ist ja prädestiniert, hier ein bisschen weiter fortzufahren. Sieht auch so aus, als ob da nichts kommt. Wir verlieren nur zunehmend weiterhin Leute. Unser Hügel deckt auch nichts auf. Wo sind denn die ganzen Leute? Da ist ein Typ. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ah, den zweiten ein bisschen versemmelt. Dann halt auf den M4.
Und da sieht man jetzt den Vorteil dieser schnell schießenden Kanone. Auf den M7 komme ich leider nicht drauf. Aber auf den KV. Oh, jetzt bleibt er da stehen, unerwartet. Aber nehme ich ihn halt raus. Und der ist auch weg. So, jetzt fahren die Jungs da auf den Hügel. Da muss ich jetzt gleich aufpassen, weil das sind dementsprechend welche, die ein bisschen mehr Hitpoints haben. Ja, der Churchill, das ist natürlich schon ein Gerät. Ich hoffe mal, die Art, die konzentriert sich da jetzt ein bisschen drauf. Churchill hat jetzt auch eigentlich schon fast zu viel Panzerung für unsere Kanone. Aber ich muss da jetzt unterstützen. Aber da sind halt vier oder drei Gegner. Deswegen, ich lade jetzt mal Premium. Für den M4 eigentlich noch nicht nötig. Aber jetzt muss der Schaden angebracht werden. So, der ist weg. So. Gott sei Dank, Arti hier nicht getroffen. Zweite auch nicht. Uiuiui. Kommt mehr rein als gewollt. Aber jetzt kann ich die Nullerlinie mal versuchen runterzufahren. Oh, jetzt habe ich so auf die Minimap geguckt. Und wir liegen jetzt in Führung. Und jetzt gleich mal runter mit Karacho. Ich hoffe jetzt, dass die TDs, aber die standen zuletzt in der Basis. Also eigentlich sollte ich hier gut durchkommen. So, die Gegner fahren darüber. Aber ich bleibe weiterhin hier, weil das können die Jungs aus der Basis gut selber machen. So kann ich mir die Arti schnappen. So, der ist weg. Uiuiui, ist das alles immer knapp, du. So, wo ist die Arti? Den Krieger nehme ich aber schon noch mit, wenn ich ihn damit käme. Ne, der Hetzer interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Nein, schade. Die Arti nimmt mich hier raus, aber da sieht man halt, man ist halt doch ganz schön anfällig damit. Schade. Unser Stuck ist AFK. Aber unterm Strich, glaube ich, haben wir in der Runde schon gut gesehen, was wie wo los ist. Wir hatten 5 Kills und ein bisschen Pech jetzt einfach, dass die Arti uns da so gut getroffen hat. Aber muss man auch mal anerkennen, wenn das so ist. Effektiv gesehen haben wir jetzt noch einen
Panzer, der kämpft, und zwar der Excelsior. So, da ist der T-34. So, sollte auch nicht zu lange da stehen bleiben, weil die gegnerische Art, die haben wir gerade gesehen, die schießt schon nicht so ganz schlecht. So, jetzt ist der Fahrer verletzt. Ja, da muss er jetzt. Aha, die Arti, die hält hier einfach rein. So, jetzt ping ich da mal an, dass da zumindest die Arti zuletzt war. Weil eigentlich müssen wir ja mal ehrlich sein, uns interessieren ja jetzt natürlich die Endauswertung. Scheinbar kann er nichts mehr heilen. Also deswegen dauert der Weg jetzt etwas länger. Auch die Artis setzen sich jetzt so langsam in Bewegung, um vielleicht auch nochmal selber zu schauen. Cruiser könnt ihr mir vorstellen, ist AFK. Und der kreuzt jetzt halt so rüber, dass er hoffentlich bald die Arti aufdeckt. Dass sie ihm zumindest hier nicht durch die Lappen geht, wenn sie jetzt abhaut. Zumindest Richtung Norden, kann natürlich auch sich noch immer Richtung Basis orientiert haben. Alles möglich. Komm, Excelsior. An dieser Stelle auch übrigens ein guter 5er Premium. In dem Fall halt ein schwerer Panzer. Aber der Turan, muss man schon sagen, er fühlt sich vernünftig an. Er ist jetzt bei Weitem kein so eine. Ich will jetzt nicht. Bei Weitem keine so eine Enttäuschung, wie vielleicht der ein oder andere Panzer in der Vergangenheit war, wo wir die zu testen bekommen haben. Am Ende, glaube ich, ist es aber auch einfach so natürlich eher das Thema Sammelleidenschaft, was den trägt. Oder natürlich auch ein gewisser Nationalstolz der Ungarn. Als dass man sagt, man braucht hier unbedingt einen Tier 5 mittleren Panzer für Credit-Einkommen oder als Crew-Trainer. So, jetzt ist er gleich da, wo sie zuletzt war. Die Art ist ja nicht so schlecht, also wahrscheinlich hat sie sich auch umgestellt. So sieht es zumindest aus. So, dann schreibe ich ihn einfach mal, dass er doch cappen soll. Weil mit kaputten Fahrer, bis er da jetzt hier auf die Suche geht, das dauert einfach zu lang. Und so bekommen wir dann ja unseren Sieg hoffentlich am Ende des Tages. Da ist der Cruiser und da ist der die Arti. So. Erster, zweiter. Und der dritte. Ja. Und jetzt noch die Arti, die da in dem Häuschen steht. Auch nicht doof, sich da so zu verbarrikadieren. Ja, jetzt hat sie geschossen und jetzt macht er sie weg. Hat doch geschossen. Ja, fein. Und ich glaube, mit 1077 Schaden und 5 Kills haben wir den Turan ordentlich präsentiert. Schade, dass ich hier euch nicht zeigen konnte, was da Sache ist mit der Arti, aber am Ende des Tages, glaube ich, war es doch eine schöne Preview und wir sind zweiter Platz in den XP und dritter Platz im Schaden. Sehen, 31.455 hätte ich rausbekommen, 49 Gold muss ich zahlen, habe ich bewusst so gemacht, dass ihr seht, wie ist so das Credit-Einkommen. Unterm Strich, glaube ich, ist es ein doch kaufbarer Panzer. Ja, also, ihr könnt mir auch eure Meinung mal zu dem posten. Ansonsten, weiterhin viel Spaß bei World of Tanks, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.